Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Part 2 unserer Playoff-Vorschau. In Part 1 haben wir natürlich über die Eastern Conference gesprochen und jetzt geht es um die Western Conference. Ja, für Brisanz dürfte auch in der Western Conference gesorgt sein. Es wird viel geredet, Nico. LeBron James hat sich zum anstehenden Play-In-Tournament geäußert, wobei man nicht vergessen darf, die Lakers, stand jetzt auf Platz 7, haben theoretisch noch die Chance, auf den 6. Platz zu kommen. Also, ja, sie könnten theoretisch das Play-In-Tournament skippen. Ich habe die Tabelle jetzt gerade vor Augen, Nico. Die Frage, die ich mir jetzt gerade so ein bisschen stelle, könnte es nicht gegebenenfalls sogar ein Vorteil sein über das Play-In-Tournament, also für die Lakers, weil wir nehmen mal an, sie bleiben jetzt auf Platz 7, würden gegen die Warriors spielen, auf Platz 8. Ist natürlich gegen die Warriors auch keine leichte Aufgabe. Du hast Curry, du hast Draymond Green, du hast Wiggins, du hast ja, Spieler, die alles gesehen haben. Aber selbst wenn sie das verlieren, da waren wir uns ja eben einig, spielen sie gegen die Grizzlies oder also gegen den Gewinner aus der Partie Grizzlies gegen die Spurs. Das kann sich auch da nochmal verschieben. Und wenn sie sich dann darüber über diesen Weg für die Playoffs qualifizieren würden, würden sie gegen die Jazz oder gegen die Suns spielen. Das heißt, also jetzt mal, wir haben es eben angesprochen vor der Folge, Nico, gegen die Jazz in Runde 1 ohne Donovan Mitchell, ist das nicht vielleicht sogar, ganz provokant jetzt von mir, aber ist das nicht vielleicht sogar dankbarer als beispielsweise gegen die Nuggets oder gegen die Clippers zu spielen? Also sie können ja theoretisch noch Sechster werden. Ja, ich sehe das ähnliche, du muss ich sagen. Also, wie gesagt, wir wissen nicht genau, wann Donovan Mitchell wieder zurückkommt. Das heißt, ja, dass er wahrscheinlich die erste Runde nicht spielen wird. Und ja, da muss man halt eben hoffen, dass es überhaupt eine zweite Runde für die Jazz gibt. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Aber natürlich muss ich LA dann auch erstmal durchsetzen im Play-in Tournament. Und ja, ich glaube das auch. Also wenn du gerade gegen die Clippers oder so, ist schon viel unangenehmer in der ersten Runde. Also das LA-Duell in der ersten Runde wäre schon richtig brutal, muss ich sagen. Aber ja, mal schauen, 5., 6., 7. kann sich ja alles noch ändern. Aktuell ist Dallas ja auf 5, auf 6 Portland, auf 7 die Lakers. Da können sich noch ein paar Sachen verschieben. Ich glaube, 2 Spiele sind noch ausständig. Und ich glaube, oben ist es so, dass Clippers Denver könnte noch switchen und Jazz und Suns könnte auch noch switchen. Also im Endeffekt sind es ja jetzt nur Prognosen, die wir gerade abgeben können. Absolut, das ist auch immer so ein bisschen schwierig mit diesen Prognosen, weil ich sag mal, es ist ja völlig normal im Sport, drumherum wird dann viel spekuliert. Würdest du jetzt jemand von den Verantwortlichen fragen, ja, wollen sie nicht vielleicht die nächsten 2 Spiele verlieren, um eine bessere Ausgangslage zu haben? Es wird dir ja niemals würde dir jemand da eine ehrliche Antwort geben, deswegen ist das natürlich alles nur Spekulation. Kann mir auch vorstellen, dass die Lakers den Anspruch haben, sich über den ganz normalen Weg für die Playoffs zu qualifizieren. Ob es dafür reicht, schwierig, weil so ganz in der eigenen Hand haben sie es nicht mehr. Also ich glaube, sie müssten dann auch auf Schützenhilfe sorgen. Ist so ein bisschen undurchsichtig, die Tabelle, wobei sie jetzt gerade auch ein Spiel weniger haben als die Blazers. Keine Ahnung, wie das dann ausschauen sollte in einem direkten Vergleich. Ist aber auch egal. Ja, also ich sag mal, natürlich die Jazz und die Suns, die stehen nicht zu Unrecht auf 1. Ich hatte die Jazz auch lange für mich im Kopf als Favoriten. Auf den Titel tatsächlich, oder zumindest auf die Finals. Allerdings natürlich mit Mitchell. Ohne Mitchell, weiß nicht, fehlt ja einfach, ich meine, wir sprechen es oft an bei den Jazz, sie haben nicht den einen Superstar, aber wenn sie diesen einen Superstar haben, dann schon am ehesten Donovan Mitchell. Jetzt bricht dir der weg. Weiß nicht, glaubst du, die Jazz sind ja für ihren Team-Basketball bekannt, für ihre homogene Truppe, glaubst du, sie können es trotzdem irgendwie vielleicht auffangen, so einen Ausfall von Mitchell? Ja, grundsätzlich haben sie schon einen breiten Kader, aber ich glaube, da muss man auch immer unterscheiden. Ich glaube, in der Regular Season haben sie es jetzt gut auffallen können, wobei das halt in der Regular Season, finde ich, jetzt nicht so ja, zum Tagen kommt oder nicht so schlimm ist, wie es jetzt dann in die Playoffs wäre, wenn du zum Beispiel gegen die Lakers oder so spielen würdest. Da bin ich dann schon ein bisschen skeptisch, dass du da bestehen kannst ohne Donovan Mitchell. Ja, gerade in einer Playoff-Serie, wo du ja so eng getaktet spielst, wo du als Team natürlich auch noch mehr Zeit hast, dich auf den Gegner vorzubereiten. Dann die Suns, ähnlich wie die Jazz, haben einen, zumindest in ihrer Starting Five, einen sehr breiten Kader. Ich glaube, die Suns sind sehr schwer auszurechnen, weil sie für mich 5 Spieler haben, die ja alle so ein bisschen das Heft in die Hand nehmen können. Also ich würde jetzt vielleicht sagen, vielleicht ist Ayton
noch in Anführungsstrichen der schwächste Spieler. Also ist natürlich schwachsinnig, da jetzt den schwächsten Spieler rauszukristallisieren, aber das zeigt ja auch, wenn man jetzt darüber diskutiert, okay, ist Ayton vielleicht der, der in der Starting Five noch so am geringsten performt, zeigt ja auch eigentlich, dass sie eine super Starting Five haben, dass sie mit Booker, mit Chris Paul, mit Bridges wirklich Spieler haben, die allesamt ein Spiel entscheiden können. Siehst du es ähnlich? Ja, sehe ich ähnlich. Mal, wir haben halt angesprochen, sie haben halt jetzt nicht die Playoff-Erfahrung. Da ist halt Chris Paul, der natürlich sehr, sehr erfahren ist und ja, der glaube ich auch einen großen Anteil daran hat, dass die Suns jetzt auf 2 stehen. Aber ja, natürlich muss man dann schauen, wie das in den Playoffs dann funktioniert. Wir wissen auch nicht, wie Booker in den Playoffs performt. Es sind halt einige Fragezeichen. Und ja, die Konkurrenz ist halt einfach groß, deswegen wird es sicher nicht leicht für die Suns. Ja, dann aber, ich meine, Crowder hätte man auch noch, darf man ja auch nicht vergessen, der im letzten Jahr bei den Heat ordentlich performt hat. Also ist auch so ein Rollenspieler, wie man sich einen Rollenspieler wünscht. Saric, auch ein interessanter Mann. Also eigentlich haben die Suns schon vergleichsweise tiefen Kader. Also es ist jetzt nicht so, dass du da mit einem unguten Gefühl durchrotierst. Also ich finde, auch von der Bank kommen da einige interessante Spieler, auch ein Johnson beispielsweise, guter 3D-Spieler, Carter, also sind schon einige interessante Spieler. Also die Suns, ja, ich traue ihnen natürlich einiges zu. Es ist halt nur dieses Aber, wenn dann die Lakers in Runde 1 kommen. Und man darf ja nicht vergessen, die Lakers haben halt jetzt den größten Teil ohne AD, ohne LeBron gespielt. Das heißt, so, ja, es ist dann schon irgendwo auch so ein bisschen bitter. Du spielst eine geile Regular Season und musst dann gegebenenfalls gegen einen fitten Lakers-Squad in Runde 1 spielen. Mhm. Weiß nicht, sollte man das einfach ausblenden aus Sicht der Suns jetzt beispielsweise oder aus Sicht der Jazz? Ja, wie gesagt, du kannst es jetzt auch nicht vorhersehen. Wie gesagt, es können noch ein paar Sachen switchen. Glaub du als Spieler oder auch als Trainer, du natürlich schaust du die Tabelle an und so, aber du kannst es jetzt einfach noch nicht sagen, dass das so eintreten wird. Ja. Umso schwerer finde ich, Nico, dann zu sagen, also wenn ich mir jetzt mal so die Konstellation im Westen anschaue, du hast die Jazz an 1, die Suns an 2, dann hast du die Clippers, die Nuggets, die Mavs, die Blazers, Lakers und die Warriors. Ich finde es extrem schwierig zu sagen, wer dann am Ende in die Finals geht. Also für mich war, wie gesagt, lange klar, die Jazz werden in die Finals gehen. Also in diesem Jahr werden die Jazz in die Finals gehen, weil dafür sind sie einfach, die Jazz hier mal zu schlagen, das wird ein Ding der Unmöglichkeit für ein Team im Westen. Und sie werden in die Finals, oder zumindest, sorry, sie werden zumindest mindestens mal in die Conference Finals gehen. Das wäre auch schon mal ein Riesenerfolg. Aber jetzt zu sagen, wer da momentan, sage ich mal, Favorit ist im Westen, weil auf die Lakers würde ich auch nicht tippen. Ich meine, da war die Aussage von LeBron, er ist nicht bei 100%, er wird sogar, die war ja krasser, die Aussage, wird nie wieder an die 100% kommen. AD, das ist auch schwierig. Ja, es hat die Frage, ob das nicht bis so, weißt, so ein bisschen Taktik ist und dann auf einmal haut er dir wieder 40 Punkte rein und macht 20 Assists oder was weiß ich. Aber. Meinst du? Ja. Wer weiß? Ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, was er da von sich gibt. Aber natürlich sind die Voraussetzungen jetzt nicht so geil oder nicht so gut, wie sie vielleicht letztes Jahr waren für die Lakers. Wobei sie vom Team her vielleicht eigentlich sogar stärker sind wie letzte Saison. Aber wenn ich so ein bisschen auf der Rechnung habe oder was sich so für mich die letzten ja, ein, zwei Wochen oder so rauskristallisiert hat, sind irgendwie die Clippers. Ich weiß auch nicht, die sind so ein bisschen so unterm Radar jetzt auch gelaufen und immer so, ja, dann, die müssen mehr machen, Paul George, Kawhi, da muss mehr kommen und so. Aber irgendwie so heimlich still und leise spielen sie eigentlich schon eine gute Saison und es wird wenig über sie geredet. Ich weiß nicht, wie es du bist. Also ich habe die schon irgendwie am Zettel. Ja, heimlich still und leise trifft es eigentlich sehr gut. Und wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, würde ich wahrscheinlich auch noch am ehesten, was so einen Favoriten anbelangt, wahrscheinlich sogar mit den Clippers gehen. Also es fällt mir natürlich schwer, ich bin LeBron-Fan, Nico, es fällt mir natürlich schwer, das als LeBron-Fan jetzt zu sagen, aber Stand jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass die Lakers in die Finals gehen, aber du hast eben angesprochen, wir wissen nicht, vielleicht blufft LeBron noch so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, vielleicht überrascht, vielleicht war es alles auch nur taktisch irgendwie geplant und die Lakers gehen am Ende souverän in die Finals. Mich würde es natürlich freuen für LeBron, wird die GOAT-Debatte auch nochmal so ein bisschen anheizen. Aber ja, die Clippers, das oder vielleicht erleben wir auch Conference Finals zwischen den Clippers und den Lakers. Das wäre natürlich überragend.
Aber die Clippers, ja, dann haben es ja mit Rajon Rondo noch so einen Move gemacht, den ich vielleicht am Anfang nicht so verstanden habe, wie ich ihn vielleicht jetzt verstehen würde. Einfach noch ein bisschen mehr, ja, ein Spieler wo ist, der einfach auch für andere kreieren kann, der seinen Dreier eigentlich mittlerweile ganz gut trifft und der einfach dann auch, ja, der das Playmaking übernehmen kann, das was so ein bisschen gefehlt hat oder das kritisiert worden ist, die letzte Saison vor allem. Ja, absolut, absolut. Dann die Nuggets. Ich weiß nicht, Nuggets auch mit MVP-Kandidat Jokic. Weiß nicht, vielleicht sehen die Nuggets das auch jetzt als Riesenchance in dieser Saison, wirklich ganz weit zu kommen. Ich meine, sie waren in der letzten Saison auch schon wirklich weit, kurz vor den Finals. Wie siehst du es in dieser Saison? Vielleicht gut ohne Murray, muss man natürlich sagen. Aber ich weiß nicht, ich traue es ihnen schon, auch jetzt mit Gordon noch, ich traue es ihnen schon zu, dass sie. Wo gut, sie müssen natürlich auch erstmal Runde 1 überstehen, aber auch den Nuggets traue ich irgendwie was zu. Also ich würde jetzt nicht tippen, dass sie in die Finals gehen oder in die Conference Finals, aber könnte auf jeden Fall auch eine unangenehme Mannschaft in den Playoffs werden. Also auf jeden Fall keine Mannschaft, die du mit 4-0 weghauen wirst. Und ja, du hast es angesprochen, leider Jamal Murray verletzt. Sonst ja, hätte ich vielleicht sogar gesagt, könnten die Conference Finals hätten vielleicht sogar drin sein können. So sage ich, wird schwierig. Aber auf jeden Fall unangenehmer Gegner. Nikola Jokic, ja, vielleicht wahrscheinlich der MVP der Saison. Spielt richtig guten Basketball. Aber ja. Ich sehe einfach insgesamt dann schon andere Teams weiter vorne im Westen. Ja, absolut. Dann deine Mavs, Nico. Traust du ihnen was zu? Luka Magic. Meine Mavs, ja, schwierig. Das sind so ein bisschen, weiß ich nicht. Ist schwierig. Da weiß ich selber nicht, was ich erwarten soll. Natürlich, wenn man jetzt die letztjährige Performance in Erinnerung hat, wo sie dann, ich glaube, 4-3 gegen die Clippers ausgeschieden sind, macht mich das schon wieder optimistisch. Aber ich finde, sie sind dieses Jahr nicht so richtig ins Rollen gekommen, was ich mir eigentlich vorgestellt hätte. Und deshalb, ja, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht die erste Runde überstehen oder ja, aber ich sag so der erste richtig schwere Brocken. Sei es, keine Ahnung, Clippers, Lakers, je nachdem, wie die Konstellation ist, da wird es dann schon schwierig. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, es wird natürlich viel über Luka Doncic gesprochen, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn er sich wirklich so langsam, ich meine, wir sind noch extrem früh in seiner Karriere, ne? Und ich will hier überhaupt nicht jetzt irgendwie, ja, ich will die Erwartungen jetzt nicht zu hoch schnüren, aber ich meine, natürlich werden bei Doncic schnell mal Vergleiche zu anderen Legenden gezogen. Und ich sag mal, wenn er jetzt so ein bisschen vielleicht mal so langsam in die Richtung LeBron, ne, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, andockt, dann müsste man ja vielleicht sogar erwarten, dass er dann ja jetzt auch mal so eine erste Runde dann einfach mal für sich entscheidet und vielleicht auch mal so einen kleinen Playoff-Run mit den Mavs startet, oder? Also. Ja, grundsätzlich sage ich ja, ist es möglich, aber sie haben halt dieses Jahr, es war halt immer so, keine Ahnung, dann gewinnst du wieder 4 Spiele, dann verlierst du auf einmal wieder 5, dann gewinnst du auf einmal wieder 6, dann verlierst du auf einmal wieder 5 nach der Reihe. Also es war irgendwie komisch diese Saison, aber trotzdem stehen sie jetzt aktuell auf 5. Und Luka spielt trotzdem wieder eine gute Saison und man sieht ja auch, ich glaube, vielleicht mit Lillard und Curry, der Mann, der zum Schluss ja einfach der entscheidende Mann sein kann. Und deswegen wird es auf jeden Fall sehr interessant und ich werde mir auf jeden Fall jedes Dallas-Spiel anschauen. Ja, völlig zu Recht. Also ich denke auf jeden Fall, dass die Rolle der Mavs jetzt über die Jahre auf jeden Fall wieder eine größere geworden ist. In den Playoffs, dank Doncic natürlich. Ansonsten gut, über die Grizzlies und die Spurs werden wir jetzt nicht viel weiter reden. Glaube ich nicht, dass sie na, auch gegen ein geschwächtes Jazz-Team beispielsweise sollten sie sich irgendwie für die Playoffs qualifizieren, irgendwas reißen sollten. Und wie gesagt, so weit sind wir auch noch nicht. Aber über die. Ja, doch, über die Blazers müssen wir noch kurz reden. Über die Blazers, ich weiß nicht, die habe ich auch irgendwie, das ist gefühlt jedes Jahr dasselbe, oder? Ja, Blöd. dieses Gefühl, jedes Jahr dasselbe. Es ist Kampf, dass du die erste Runde überstehst und dann in der zweiten Runde ist meistens vorbei. Ja. Weiß nicht, da fehlt Mein Lieber. die optimale Teamkonstellation ist einfach dann nicht gegeben. Du hast jetzt da mit Robert Covington sicher noch einen geilen Spieler dazugekommen. Aber ja, man muss einfach sagen, das sind andere Mannschaften einfach viel, viel stärker.
Und deswegen, ja, traue ich den Blazers Ja. nicht so viel zu. Ja, das ist es eben. Also, es ist gefühlt jedes Jahr dasselbe. Die Blazers spielen wieder eine vernünftige Regular Season. Also, ne, sie haben ja wirklich nicht den tiefst besetzten Kader. Aber ja, es ist halt so, für mehr wird es nicht reichen. Also, die Blazers sind nie ein Team, wo du sagst, oh, die könnten mal in die Finals gehen, die könnten mal wirklich ernsthaft um Titel mitspielen. Ich meine, es ist ja trotzdem bemerkenswert, dass sie sich Jahr für Jahr konstant auf dem Level halten können. Mit zwei Guards an oberster Stelle, mit Damian Lillard und CJ McCollum. Aber ich denke, da wird es ja in Runde 1, da wird in Runde 1 wahrscheinlich Stand jetzt gegen die Clippers Schluss sein. Ich finde, über die Warriors müssen wir vielleicht noch so ein bisschen reden, weil auch da, wir haben es bei den Lakers angesprochen, dass sie eine dankbare Aufgabe in Runde 1 kriegen können. Das können die Warriors auch. Also die Suns gegen die Warriors, ich meine, wie gesagt, die Suns stehen da völlig zurecht und haben auch wirklich eine breite Mannschaft. Und im Normalfall, wenn sie die Leistung aus der Regular Season abrufen, müssten sie auch jetzt beispielsweise die Warriors schlagen. Aber trotzdem, Warriors wieder in den Playoffs, Die Warriors das sind könnte die schon. Warriors, gern. Steph Curry ist Steph Curry und hatte jetzt die letzten Wochen warm geschossen auf alle Fälle. Und ja, gibt sicher dankbare Aufgaben. Aber ja, muss man erstmal schauen, ob die, ja, die Warriors müssen sich aber erstmal qualifizieren. Und bei den Warriors ist halt dann schon das Thema Tiefe. Also da macht Steph Curry halt schon im Endeffekt alles allein. Und dann ist halt der Auftrag in die Playoffs einfach, Steph Curry irgendwie auszuschalten. Und ich glaube, das sollte dann schon irgendwie machbar sein, weil wenn du jetzt die Vergangenheit anschaust, da hat er dann doch immer Klay Thompson gehabt oder dann Kevin Durant oder auch einen besseren Iguodala oder Draymond Green damals, die ihm dann natürlich auch den Platz verschafft haben, den er braucht. Und er braucht ja auch jetzt nicht so viel Platz. Ja, braucht nicht so viel Platz, das stimmt. Ja, aber es wird auf jeden Fall extrem spannend im Westen. Also, ich glaube, so ausgeglichen, so von 1 bis 8 war es selten. Und da hast du noch das Play-in-Tournament. Also, ich glaube generell, Nico, die Playoffs in diesem Jahr, das könnte echt eine Riesennummer werden. Dann weißt du nie, wir haben es in der Eastern Conference-Folge auch schon angesprochen, die Miami Heat beispielsweise, die im letzten Jahr ja wirklich dann alle überrascht haben. Das kann ja auch in diesem Jahr so sein, dass du vielleicht ein Team hast, das alle überrascht, ist dann auf einmal ja wie ausgewechselt ist in den Playoffs, weil in den Playoffs hast du ja dann auf einmal Zeit, dich speziell auf ein Team vorzubereiten und dann werden vielleicht nochmal andere Qualitäten, die in der Regular Season nicht so sichtbar waren, kommen in den Playoffs dann zum Vorschein. Also, Auf jeden Fall, ja, und wie gesagt, auch durch diese besondere Situation jetzt diese Saison, durch den, also weniger Spiele, Corona-Protokoll und was weiß ich, ist die Tabelle auch einfach nicht so aussagekräftig, wie es vielleicht in den letzten Jahren war. Und dann gibt es eben, wie angesprochen, so Fälle, dass die Lakers jetzt aktuell auf 7 stehen und dann, ja, vielleicht dann gegen die Suns spielen und da ergeben sich einfach dann auch ganz andere Konstellationen. ja, Was es wir schauen natürlich auf jeden Fall. auch sehr, sehr spannend macht. Ja. Wenn du es tippen müsstest, wer geht in die, ich weiß gar nicht, ob wir es im Easton auch gemacht haben, aber wer geht in die Western Conference Finals, Nico? Es ist schwer zu In tippen. die Western Conference Finals. Ja, ist natürlich jetzt schwierig von der Konstellation her zu sagen, wie das jetzt zustande kommt. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir fast ein LA-Duell im Conference-Final wünschen, muss ich sagen. Ich gehe mit. LA im Conference Final, obwohl ich eben gesagt habe, die Clippers gerade vielleicht noch einen Tick vor den Lakers. Ja, in den Conference Finals würde ich immer mit LeBron gehen. Da würde ich mit LeBron gehen. Und ja, Meistertipp ist auch schwierig. Also die Lakers als Meister zu tippen, ich meine, das könnte ich jetzt machen als LeBron-Fan und ich habe auch noch Resthoffnung, keine Frage. Also LeBron abzuschreiben in Sachen Titel, ich glaube, den Fehler darf man nicht machen. Aber ich weiß nicht, jetzt so einen klaren Meister, ja, ich weiß nicht, geh ich vielleicht doch sogar mit Dre Vogt, die Sixers, wenn ich es jetzt wirklich tippen müsste? Also Keine ich Ahnung. werde mit den Clippers gehen. Ich weiß Du jetzt bist mit den nicht, Clippers, genau. ich werde jetzt mit den Clippers gehen. Irgendwie so eine Eingebung, ich weiß nicht warum. Mal schauen. Ja. Und Ja, dann haben wir doch mal jetzt einen konkreten du gehst Tipp. mit die Sixers, oder wie? Oder doch mit den Ja. Nets? Auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite, wenn die Lakers, ja, es ist ein bisschen blöd. Also eigentlich müsste ich dann auch jetzt mit den Lakers gehen. Ich mache den Lovis quasi, der dann auch auf die Lakers getippt hat. Das Problem ist, wenn die Lakers in den Finals sind, dann würde ich nicht gegen sie tippen. Deswegen ist das jetzt auch so ein kleiner Widerspruch. Ich würde mit den Lakers an 1 gehen, einfach weil ich irgendwie
dieses Playoff-Raster, diese Playoff-Konstellation wirft so viele Fragezeichen mir auf. Ich bin so, ich glaube, ich war selten so gespannt, so ja, unwissend vor den Playoffs wie in dieser Saison, wie es denn ausgeht. Wenn ich aber nicht mit den Lakers gehen würde, würde ich mit den Sixers gehen. Tatsächlich. Oder nee, was rede ich? Mit den Nets? Die Nets habe ich jetzt wieder völlig vergessen. Nee, Quatsch, ich würde mit den Nets gehen. Die Nets waren eigentlich immer so das Team, wo ich gesagt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass die 4 Spiele verlieren. Mit den Nets würde ich dann doch gehen, ja. Okay. Und ich glaube auch, die Nets sind die argste Bedrohung dann noch von den Lakers. Ich glaube, die Lakers hätten deutlich mehr Angst vor den Nets als vor den Sixers. Und. Ja, aber es ist natürlich extrem viel Spekulation. Die Lakers sind jetzt gerade noch im Play-in, stand jetzt, und ist ja noch so ein bisschen, ist es noch so weiter, irgendwie über Meisterschaft zu sprechen. Ja, es ist nicht, Deshalb, es geht dann jetzt alles relativ schnell. Ich weiß nicht, die Playoffs sollen, jetzt ist ja dann Play-in bald und ich glaube, die Playoffs sollen starten, wann? 20. Mai oder so oder ein bisschen später? Irgendwie sowas um den Dreh. es geht schnell jetzt, ja. Jetzt, nächste Woche müsste das Play-in losgehen, glaube ich. Und dann, ja. Dann ein paar Tage später, ich glaube, es geht dann relativ schnell zu den Playoffs. Und dann haben wir jeden Tag Basketball, Freunde. Also jeden Tag Playoffs. Das ist ja dann auch nochmal ein kleiner Unterschied zur Regular Season. Also dann, da wird wirklich jedes Spiel ein spannendes. Ja, und Ich habe auch dann immer Bock. mal schauen, oder dass wir jede Woche auch noch so einen kleinen Heatcheck machen in den Play. Absolut. Der wird kommen. Der wird kommen. Das ist Pflicht. Und dann werden wir mal schauen. Dann werden wir die Playoff-Geschehnisse dann. Dann nochmal genauestens unter die Lupe nehmen. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein, Nico. Oder? Hast du noch was? Ich denke, wir sind durch. Und dann, ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Unsere kleine Prediction, ja, oder was heißt Prediction? Unsere kleine Vorschau auf die Playoffs in diesem Jahr. Wir sind alle gehypt, ihr hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann, wenn es dann richtig losgeht, Leute. Macht's gut!